Sonntag, 12. Juni, 10.30 Uhr, 25. Runde in der ersten Klasse B im Wiener Fußballverband. Austragungsort Askö 20 in der Hopsergasse. RSV Marianopost 17 empfängt daheim CWF-Amateure aus Hirschstetten. Post in Weiß von links nach rechts. Kurz vor Matchbeginn hat auch der Regen aufgehört, also herrliche Bedingungen und einer hochklassigen Partie steht da nichts mehr im Wege. Das Duell lautet 5. gegen 10. und es geht in die letzte Runde, also ist es mehr Kosmetik in der Endtabelle und man will auch gleich das Spiel als Vorbereitung für die nächste Saison nutzen. Die erste Chance haben auch schon die Hausherren nach einem Eckball von CWF, der nichts einbringt. Wiedmann, der zu Kapitän Reichel, sieht Draxler rechts außen, der richtet sich den Ball her. Da ist der erste Torschuss, allerdings geht der Ball dann doch deutlich am Tor vorbei. Dann aber CWF über Dedic mit einem schönen Pass aus dem Mittelfeld auf Amil Ibrahimovic, der allein aufs Tor verfehlt, aber um wenige Zentimeter den Kasten. Die Hirschstädtner sind dann weiter am Drücker. Guter Pass über die Viererkette. Michael Pauli, der Goalie der Marianer, aber zur Stelle und klärt diese Situation. Der auch in der nächsten Szene involviert. Urbanek taucht plötzlich ganz allein vom Tor auf. Pauli schon geschlagen und in letzter Sekunde kann Gröger Schlimmeres verhindern. Rutscht hier in den Schuss. Noch immer 0:0. Die RSVM-Fans außer Rand und Band bekommen hier auch natürlich einiges geboten. Biesenberger mit der nächsten Möglichkeit, scheitert aber am CWF-Schlussmann Bredl. Wenig später die Aktion für die Hernalser in Führung zu gehen. Reichel wird gefault, gute Freistoßposition. Aus gut 25 Metern, Lupal nimmt Maß und knapp am linken Kreuzeck vorbei. Dann die 33. Spielminute. Wiedmann erkämpft sich im Mittelfeld den Ball. Schickt Biesenberger, der sieht Reimitz völlig frei in der Mitte. Und der schiebt relativ locker ein. Links unten ins Eck. 1:0 für die Marianer. Sehr schöner Spielzug war das. Über die linke Seite. Biesenberger mit dem scharfen Pass. Kein Abseits. Und herrlich mit dem linken Fuß. Reimitz zum 1:0. Der nächste Angriff in Weiß. Wieder über den starken Reimitz mit Seitenwechsel auf Wiedmann. Der dann übers ganze Feld mit dem Doppelpass. Sie vertändeln sich ein bisschen, wir lassen die Szene ungeschnitten weiterlaufen, denn dann fährt CWF den Konter. Über rechts, Zafic tankt sich durch, sieht den freien Urbanek, der kommt angelaufen, stolpert aber über den Ball, die Situation noch nicht vorbei. Flanke in den Strafraum, aber Gröger und Seid können klären. Der Ausgleich liegt in der Luft. Die nächste Möglichkeit. Marjak durch die Abwehr durch auf Muslimovic, der alleine Richtung Tor. Und schon wieder kann sich Michael Pauli auszeichnen, der die nächste Chance vereitelt. Langsam fangen sich die Marianer wieder und es geht über Draxler und Reimitz auf Biesenberger. Der gut vorbei und plötzlich allein vom Tor.
Setzt an, der Schuss wieder pariert. Dank Reichel mit seinem schwächeren linken Fuß. Volley auch nur knapp übers Tor. Eckball dann für Mariano Post 17. Seid kommt zum Kopfball. Allerdings auch der verfehlt sein Ziel nur knapp. Dann diese Szene. Lupal mit dem herrlichen Heber über die Abwehr. Innenlauf von Biesenberger. Dem fehlt heute einfach das Glück im Abschluss. Auch nach Seitenwechsel. Die Marianer drücken, pressen und wollen natürlich die Führung ausbauen. Diesmal ist es Wiedmann, der allein aufs Tor zuläuft. Lässt den einen Verteidiger stehen, zieht einfach mal ab. Und ganz knapp geht auch dieser Ball am Tor vorbei. Die nächste Szene wieder über rechts. Der Ball kommt zu Reimitz. Der zieht einfach mal ab. Dormann lässt den Ball fallen und wieder ist es Biesenberger. Der scheitert der Verzweiflung nahe. Aber CWF lässt nicht locker. Sie probieren es über die rechte Seite. Gute Kombination ist das. Die Flanke kommt herein. Dann doch relativ weit übers Tor. Auch CWF kann die Chancen nicht nützen, die sie bekommen. Spielertausch bei Marianum Post 17. Offenthaler kommt für Auerbach und der Torschütze Reimitz wird ersetzt durch Manuel Löw. Das Spiel in weiterer Folge. Noch immer in der Hand der Herr Nalser. Die nächste Chance. Gut, spielen sie das. Biesenberger geht vorbei, spielt den Ball in die Mitte. Da kommt Lupal ganz frei. Viele CWFler vor ihm, die können auch diese Chance zunichte machen. Dann diese Szene in der 71. Minute. Draxler geht energisch nach, holt auch noch einen Eckball heraus. Der darauffolgende Eckball. Unsicherheiten in der Abwehr. Draxler seelenruhig und alleine schießt ein aus kurzer Distanz. Das 2:0 erlösend für die Marianer. Da will der Captain, der Abwehrchef, klären. Misslingt ihm und der Schuss satt links unten hin. Nichts zu machen für den Goalie. Aber Marianum will es noch einmal wissen, wieder über den starken Wiedmann links, lässt den einen Verteidiger aussteigen, zur Mitte, Unsicherheiten in der Abwehr, da kommt der Ball zu Lupal völlig frei und der schiebt die Kugel am Tor vorbei. Gut, dass wir das nicht in voller Schärfe gesehen haben. Ein Entlastungsfreistoß für die Hirschstettner, nächste gute Position. Die Flanke kommt allein zum Kopfball. Der Captain könnte seinen Fehler wieder gut machen, aber Michi Pauli am Posten. In der Schlussphase dann die Entscheidung. Draxler erkämpft den Ball in der gegnerischen Hälfte, flankt auf Wiedmann nach links. Der lässt abermals den Verteidiger aussteigen, sieht Manu Löw, der ganz frei steht und den Ball nur mehr einschieben muss. 13:0, 87 Minuten sind gespielt. Gutes Auge hier von Wiedmann und für Löw mit seinem starken Linken ein Kinderspiel. CWF gelingt danach überhaupt nichts mehr. Schlusspunkt setzt dann Stefan Lupal nach Vorlage von Reichel. Hier der Stangelpass. Reichel seelenruhig, viel Zeit. Schaut nochmal auf und Lupal mit dem satten Schuss ins rechte Kreuzeck. 4:0, dann auch der Endstand. Fazit, viele Chancen auf beiden Seiten, aber das Quäntchen Glück und vor allem dann auch die Entschlossenheit. Eindeutig heute bei der Heimmannschaft. Die Marianer krönen eine durchwachsene, aber sehr, sehr gute Saison mit einem hohen Sieg und freuen sich schon auf das Sommerfest am 26. Juni am Postsportplatz und sind schon heiß auf die Vorbereitung für die kommende Saison.